Ja, an der Altstadt. Bleiben wir möglichst nah dran an den Vorderleuten. Das wird hier immer so eng. Servus und herzlich willkommen zur F1 22 My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir sind kurz vor dem Grand Prix von Miami, Barcelona, Monaco und Aserbaidschan. Heute zum ersten Mal in dieser Karriere. Aufgrund der Zeitnot bis zum neuen Spiel, bis zur F1 23, werden wir drei Rennen simulieren, jeweils das Qualifying fahren. Ich zeige euch das Qualifying-Ergebnis, wenn es sich anbietet, und dann gucken wir gemeinsam auf das Simulationsergebnis. Und in Baku, Aserbaidschan, greifen wir dann wieder selbst ins Lenkrad und fahren das Rennen. Von daher erklärt sich auch hier der Thumbnail mit den vier unterschiedlichen Flaggen drauf. Ich wünsche euch viel Spaß. Simulationsergebnis vom Grand Prix von Miami, und es ist tatsächlich nicht wie erwartet, dass wir da einfach auf Platz 1, 2 am Ende ins Ziel kommen, denn wir sind am Ende Sechster geworden, hatten Startplatz 7 im Übrigen, und unser Teamkollege Mick Schumacher, der hatte Startplatz 5 und ist leider ausgeschieden. Also man muss schon mal sagen, das Qualifying lief in Miami recht spannend. Ich bin Siebter geworden und Mick Schumacher nur Fünfter. Das ist ja schon auch eine spannende Ausgangslage. Pole Position hatte Lance Stroll im McLaren und seine Pechsträhne ist endlich gebrochen, denn er hat heute das Rennen gewonnen mit einer Zehntel Vorsprung vor Max Verstappen. Quasi ein Fotofinish. Lance Stroll und Fernando Alonso beide auf dem Podium heute angekommen. Wer es nicht in die Top 10 im Qualifying geschafft hat, waren Lando Norris auf Platz 12 und auch Sergio Perez auf der 11. Der hat sich aber im Rennen nach vorne gekämpft. Der Red Bull war stark. Der ist sogar an uns vorbeigekommen. Wer auch ausgeschieden ist mit gutem Startplatz, Pierre Gasly, der war nämlich Zweiter. Das kann sein, dass da vielleicht ein Crash zwischen den beiden war. Wobei, nein, ich glaube eher nicht, weil Mick Schumacher hat keinen Stopp, ist also früher ausgeschieden. Gasly ist erst nach einem Stopp ausgeschieden. Nun gut, also es ist spannend, dass hier bei der Simulation das nicht so ist, dass das beste Auto, nämlich Alibaba Racing, da ohne Probleme nach vorne kommt. Ich würde sagen, so, finde ich, kann man das durchaus öfter machen. Das scheint auf jeden Fall spannend zu sein. Ansonsten gab es nicht allzu viele Verschiebungen. Lando Norris hat es geschafft, von Platz 12 auf Platz 8 nach vorne zu fahren. Und der letzte Punkt geht an Esteban Ocon. Kein Nutznießer aus dem Mittelfeld heute. Für die Rangliste bedeutet das erstmal, dass wir auf Platz 2 bleiben und Verstappen jetzt schon 23 Punkte Vorsprung hat, weil er doch am konstantesten punktet da vorne. Alonso geht an Schumacher vorbei, nachdem Schumacher jetzt in zwei Rennen in Folge ausgeschieden ist. Ansonsten gibt es natürlich ein paar kleinere Verschiebungen. Es waren tatsächlich die ersten Saisonpunkte für Lance Stroll, nachdem der so viel Pech hatte in den ersten drei Rennen. Der schiebt sich damit direkt auf Platz 10. In der Konstrukteursrangliste zieht Red Bull durch dieses Ergebnis leider an uns vorbei. 9 Punkte trennen uns aktuell. Alpine kann noch den dritten Platz behaupten, aber McLaren und Ferrari sind nah dran. Das nächste Simulationsergebnis steht an, nämlich der Grand Prix von Barcelona, von Spanien, und das Qualifying. Ich habe euch hier mal kurz das Ergebnis von Q3 angepinnt. Ja, was soll ich sagen? Richtig spannend. Die beiden Ferraris sind wohl richtig stark heute. Stroll ist beispielsweise rausgefallen aus Q2. Das heißt, der Sieger vom letzten Rennen startet nur von Platz 13. Und auch Ocon ist zum Beispiel nicht in der Top 10 dabei. Und Red Bull scheint gar nicht so stark zu sein heute. Wir sind nämlich auf Startplatz 7 vor Max Verstappen. Alonso auf Platz 9. Also ganz, ganz interessant. Russell ist sogar Vierter. Man muss aber auch sagen, die Top 9 liegt innerhalb von 0,4 Sekunden. Es ist alles extrem eng. Beisammen Mick Schumacher liegt auf der 2. Ich bin sehr gespannt auf dieses Rennergebnis gleich. Ja, hüpfen wir rein in die Simulation. Ich bin irre gespannt, was jetzt da gleich rauskommen wird. Ob wir da gute Punkte heute mitnehmen, ob Mick Schumacher gewinnt oder ob ein Ferrari heute ganz vorne sein kann. Das Qualifying deutet ja darauf hin hier in Spanien, dass ein Spanier, zum Beispiel Carlos Sainz, ganz am Ende ganz oben stehen wird. Ich bin sehr gespannt. Die Simulation dauert unüblich lange. Wir sind jetzt lange hier in dem Wartebildschirm und jetzt ist es durch. Es ist geschafft und Mick Schumacher gewinnt. Schumacher gewinnt und Verstappen fährt von Platz 8 auf 2. Wahnsinn. Carlos Sainz wird zwar auf dem Podium am Ende ins Ziel kommen, am Ende aber nur auf Platz 3 vor Lando Norris. Aber was ist denn da passiert? Platz 2 bis 4 ist innerhalb von 0,3 Sekunden. Wie sind denn die am Ende durch die letzte Kurve gefahren? Richtig knapp. Fernando Alonso auf der 5, der kommt an uns vorbei. Wir sind 6. Stroll ist hinter uns. Wir sind
sind nur 7,7 Sekunden hinter Mick Schumacher. Aber am Ende hat es nicht gereicht für gute Punkte heute. Sehr, sehr schade. Die Simulation ist auf jeden Fall interessant. Dass wir da nicht immer ganz nach vorne fahren, gefällt mir. Von daher schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Gasly und Russell, auch Perez, die mussten da ganz schön Rückschläge hinnehmen in diesem Rennen. Also ich bin echt überrascht. Das gefällt mir. Irgendwie ist da ein richtiger Spannungsfaktor dahinter, den wir, finde ich, nicht haben, wenn wir das normale Rennen fahren, weil ich sowas wie hier, dass Verstappen von 8 auf 2 fährt oder im Gegenzug dazu Russell von 4 auf 9 fährt, ja gut, okay, das passiert schon ab und zu, aber ich finde, das ist jetzt doch ein ganz netter Spannungsfaktor und ich freue mich schon auf die nächste Simulation, was ja gleich das nächste Rennen sein wird. Wir werfen aber jetzt erstmal noch einen Blick auf das gesamte Ergebnis. Tableau, Drugovic und Tsunoda sind ausgeschieden, ansonsten ist hinten nichts großartig Spannendes passiert, außer dass die beiden Alfa Romeo recht gut waren heute im Vergleich. Vor allem Charles Leclerc natürlich, der war nah dran an Ocon und Piastri. Auf der Rangliste oder für die Rangliste bedeutet das, dass erstmal Mick Schumacher auf Platz 3 fährt. Wir sind jetzt aber schon 33 Punkte hinter Verstappen. Das kristallisiert sich schon heraus, dass Verstappen trotz schlechter Qualifying-Ergebnisse ab und zu einfach in dieser Saison sehr, sehr konstant unterwegs ist. Gasly und Alonso weiter auf 4 und 5. Sainz jetzt auf Platz 6, deutlich vor Norris, 20 Punkte Unterschied. Und da muss man mal schauen, wie das hier weitergeht im Ferrari-Internet-Duell. Das wäre eine kleine Überraschung, dass Sainz da dann mal vorne läge. Ja, durch den Sieg von Schumacher, eine positive Sache, wir sind wieder vorbeigezogen an Red Bull. 6 Punkte trennen uns und ich bin gespannt, wie sich dieses Duell hier weiterentwickelt über die Saison hinweg. Ferrari jetzt auf Platz 3, aber nur 3 Punkte Vorsprung vor McLaren. Alpine zurückgefallen nach dem Sensationsstart in die Saison. Jetzt ein bisschen geschwächte Form. Alpine nur noch 5. mit 89 Punkten. Ja, wir gehen jetzt als nächstes in das Monaco-Rennen. Ich bin so froh, dass ich das nicht selber fahren muss. Das Qualifying war gerade schon wirklich schrecklich für mich. Also ich bin wirklich froh, dass wir jetzt dieses Rennen quasi skippen können. Ich habe es nicht weiter vorgeschafft als Platz 11, obwohl ich die Schwierigkeitsstufe wieder extrem nach unten angepasst habe fürs Qualifying und für Monaco. Also nochmal 3-4 Stufen weiter runter als die anderen Rennen. Ja, Startplatz 11, keine Ahnung, was die Simulation damit anfangen wird. Ich weiß jetzt auch leider nicht mal, wer Pole Position hat, weil ich Q3 ja dann quasi gar nicht mehr gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie die Top 10 dabei ist. Ich weiß nur, dass Perez nur 12. ist im Qualifying. Wir starten zumindest vor einem Red Bull. Und ansonsten sind die üblichen Verdächtigen in der Top 10. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Simulation hier mit sich bringt. Schauen wir rein. Wir müssen wieder kurz warten. Moment der Spannung, was passiert in Monaco? Ich bin sehr gespannt, was es einen Start-Ziel-Sieg geben wird und wer überhaupt auf Pole Position stand. In Q1 und 2 war Mick Schumacher immer ganz vorne. Ich glaube, das Auto an sich ist gut in Monaco und ich glaube, dass Mick Schumacher das auch nutzen kann. Die Frage ist nur, was macht die Simulation hier? Es wird ganz schön spannend und es ist tatsächlich Mick Schumacher, der am Ende ganz vorne steht. Sehr, sehr dominant mit 8 Sekunden Vorsprung. Die Top 3 aus dem Qualifying. Schumacher, Alonso und Stroll fahren am Ende auch auf Platz 1, 2, 3 ins Ziel und dann passiert doch etwas Überraschendes. Wir kommen bis auf Platz 4 nach vorne. Richtig nice. Am Ende waren wir nah am Podium. Quasi Alibaba Racing und McLaren die Top 4 Positionen hier eingenommen. Gasly auf der 5, Russell auf der 6, Verstappen nur 7. Und dann kommen die beiden Ferrari, die noch im letzten Rennen so stark waren. Hier nur 8. und 9. Piastri auf der 10 und Perez, so wie es ausschaut, ist ausgeschieden. Genau, so ist es auch. Am Ende keine Punkte für Ocon, Leclerc und die üblichen Verdächtigen. Sehr, sehr interessant, dass wir da von 11 bis auf 4 nach vorne gekommen sind. Die schnellste Runde am Ende aber Mick Schumacher. Die zweitschnellste Runde Alonso und dann Strong. Dann kommen wir. Also ja, es war pace-technisch ähnlich, würde ich mal sagen, bei der Top 4. Auch wenn da 15 Sekunden dazwischen liegen. Was wir auch machen können, ist hier die Strategie angucken. Aber es waren alle tatsächlich medium-hard unterwegs. Von daher keine Überraschungen da, aber sehr, sehr spannend, dass wir da uns irgendwie auf Platz 4 nach vorne schieben konnten. Keine Ahnung, wo die Simulation uns hat überholen lassen, denn die meisten anderen sind ja hier relativ in derselben Reihenfolge am Ende ins Ziel gekommen. Das ist ein sehr, sehr gutes Simulationsergebnis, vor allem für Mick Schumacher, aber auch fürs Team. Wir sind jetzt quasi dran, beziehungsweise Mick Schumacher ist auf 17 Punkte dran an Max Verstappen und wir sind 27 Punkte zurück mit nur 10 Punkte Unterschied zu unserem Teamkollegen. Das passt. Und gleichzeitig ist Alonso mit 84 Punkten der erste Verfolger, verdrängt Gasly jetzt von dieser Position. Stroll und Russell überholen Norris und vielleicht auch Perez, genau weil der heute nicht gepunktet hat. Und in der Konstrukteursrangliste sind wir jetzt durch dieses tolle Ergebnis 38 Punkte vor Red Bull. Und McLaren, ja, die sind jetzt deutlich vor Ferrari und Alpine, zumindest
bis zum aktuellen Stand. Jetzt aber erstmal genug zu diesen Simulationen. Das hat jetzt schon einen wesentlichen Teil in dem Video eingenommen. Wir springen direkt in die Startaufstellung für den nächsten Grand Prix, nämlich in den Grand Prix von Aserbaidschan. Ich freue mich drauf, da werden wir wieder selbst ins Lenkrad greifen und dann schauen wir mal, ob wir da an diese Leistung hier in Monaco anknüpfen können, die ich zum Glück nicht selber fabrizieren musste. Startaufstellung für den Grand Prix von Aserbaidschan. Wir haben leider Q3 knapp verpasst. Pole Position für Fernando Alonso vor Max Verstappen. Kein Alibaba Racing Bolide auf den ersten beiden Positionen. Wer kommt dann auf Platz 3? Das ist die große Frage. Wir müssen kurz abwarten. Es ist Mick Schumacher mit nur einer Hundertstel Rückstand. Stroll auf der 4 vor Pierre Gasly. Sainz der erste Ferrari auf der 6 vor Perez und Ocon. Norris nur 9. vor George Russell auf der 10. Wir kommen dann direkt auf Platz 11 in Verfolgerposition, noch vor Oscar Piastri, Charles Leclerc und Tsunoda. Magnussen auf der 15 vor Liam Lawson. Dann folgt Alex Albon vor Ticktum. Auf der 19 dann Drugovic vor Latifi und die letzten beiden Plätze belegen Zhou Guan Yu und Robert Schwarzman. Ja, wir müssen heute was riskieren mit Startplatz 11, damit können wir keine Blumen gewinnen und ich würde mal sagen, dass es durchaus eine gute Option ist, hier mit Softreifen zu starten, wie ich weiß es noch aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Rennen, dass wir hier oft Medium Soft gefahren sind und die gesamte Konkurrenz Medium Hard und es war immer super schwierig und am Ende ist die Pace richtig eingebrochen, aber ich glaube, wenn wir am Anfang auf den Softreifen starten und ein paar Plätze gut machen können, dann ist das wiederum besser, als jetzt mit Medium-Reifen hinterherzufahren und am Ende zu pushen. Wobei, wer weiß, wie es dann hier mit der langen DRS-Zone auch sein wird, wenn dann die Leute von hinten wiederkommen. Wir müssen es mal probieren einfach. Ich glaube, Soft-Medium sind wir hier noch nie gefahren. Wenn dann Medium-Soft oder eben Medium-Hard, wie die meisten auch. Und ich glaube, es ist heute mal an der Zeit, da was zu riskieren. Und deshalb versuchen wir das heute auf Soft-Reifen zu starten. 26 Runden stehen uns in Aserbaidschan bevor. Wir sind die einzigen am Start mit Soft-Reifen im ganzen Feld. Ich hoffe, dass wir es hier nutzen können. Ja, ein bisschen zu viel Gas gegeben am Anfang. Piastri geht durch. Aber im Anbremsen können wir vielleicht außenrum die beiden Mercedes wieder angreifen. Das sieht gut aus. Vorbei an beiden Mercedes gleich auf die Innenbahn. Das wird eng. Gegen Ocon hinter uns. Der Mercedes fast in der Wand und da gibt es Kontakte hinten. Und wir verlieren fast das Auto. Eieiei, und Russell geht wieder durch. Unsere Strategie basiert darauf, dass wir jeweils am Anfang unseres Stints nach dem Boxenstopp so richtig hart pushen. Und deshalb müssen wir jetzt hier direkt versuchen, an George Russell vorbeizukommen. Und das sollte aus dem Windschatten heraus mit DRS vielleicht auch möglich sein. Die Topspeed scheint ganz gut zu sein. Alonso führt das Rennen an. Schumacher hat Plätze verloren. Ne, stimmt gar nicht. Der ist halt auf Platz 3 gestartet. Wir sind auf jeden Fall schon mal vorbeigekommen jetzt an George Russell. Ocon der Nächste auf unserer Liste. Nächstes Beschleunigungsduell, das ansteht mit dem Alpine vor uns. Und wir saugen uns ran, kommen gut aus der letzten Vollgaskurve raus. Vielleicht können die mit Medium-Reifen die gar nicht Vollgas nehmen. Jetzt geht's nach innen mit ERS am Drehzahlbegrenzer an Ocon vorbei. Yes, das sollte klappen. Sehr gut, Platz 8. Nächste Runde ist selbe Stelle, aber diesmal sind wir noch nicht nah genug dran an Sergio Perez. Wir sind voll auf dem DRS drauf und jetzt gibt es auch zum ersten Mal DRS, aber wir werden uns im DRS-Zug befinden, weil alle Leute vor uns auch DRS haben, bis natürlich auf das Führungsduo, was so ein bisschen wegfährt. Von daher noch keine Chance hier anzugreifen. Ja, an der Einstadt bleiben wir möglichst nah dran an den Vorderleuten. Das wird hier immer so eng. Denn wenn wir in der Altstadt mal dranbleiben, dann kommen wir hier auch meistens gut raus und haben jetzt durchaus vielleicht eine Chance, am Red Bull vorbeizugehen. In der Kurve wieder direkt auf ERS drauf, mit dem Finger auf dem Knopf und jetzt werden wir uns ransaugen können, auch wenn Perez seinerseits DRS hat. Wir ja auch, er verteidigt auf der Innenbahn, wir gehen auf die Außenbahn. Wir bremsen ein bisschen später als Sergio Perez und da geht uns fast die Straße aus und wir kommen trotzdem vorbei im Red Bull. Dafür müssen wir jetzt auf der Geraden aber wieder kämpfen. Ich habe zu spät zugemacht und Perez versucht hier wieder innen durchzugehen. Neben dem Red Bull Piloten. Aber wir können uns da durchsetzen. Nach vorne haben wir ganz schön viel Zeit verloren durch diesen Zweikampf, aber zumindest sind wir vorbeigekommen am Red Bull. Ja, wir holen zwar noch minimal nach vorne auf, aber so langsam ist die Phase gekommen,
in der ja, die Softreifen nicht mehr den großen Vorteil haben gegenüber den Medium-Reifen. Die Reifenabnutzung ist ja hinten auch jetzt schon bei 37% hinten rechts. Und wir müssen noch auf jeden Fall ein paar Runden gehen, bis Runde 9 ungefähr. Ja, strategisch kann hier eine Runde einen großen Unterschied machen. Ich wäge gerade ab, ob Runde 9 oder 10 mehr Sinn macht zum Boxenstopp. Denn wenn wir in Runde 9 reinkommen, dann haben wir quasi einen Art Undercut, weil wir dann frische Medium-Reifen haben. Dann könnten wir vielleicht sogar Norris und Gasly über die Box überholen, ohne sie auf der Strecke zu überholen. Das wäre durchaus möglich, weil die kommen ja erst in 2-3 Runden rein, nehme ich an. Andererseits, wenn wir eine Runde früher in die Box kommen, werden wir am Ende größte Probleme mit den Reifen haben. Deshalb bin ich gerade am Abwägen, ob wir nach dieser Runde noch eine ranhängen und erst in Runde 10 reinkommen. Wir fahren mit 57% Abnutzung hinten rechts noch ein letztes Mal über Startziel. Wir hängen noch eine Runde dran. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, eine Runde zu warten. Wir haben nicht viel verloren auf Perez hinter uns. Und jetzt kommen wir als erster an die Box in diese Highspeed-Einfahrt. Ganz gut angebremst. Am Ende hätten wir noch ein bisschen mehr riskieren können. Aber es ist eh die große Frage, wo wir rauskommen werden. Ob wir da Verkehr haben werden oder nicht. Aber so wie es scheint, gehen da noch ein paar Leute durch von hinten. Leclerc und dann wahrscheinlich auch Magnussen. Das müssen wir mal gucken. Ja, der Stopp nicht perfekt, aber ist in Ordnung. Ja, Leclerc geht durch und wir kommen vor Magnussen und Albon raus. Das ist eigentlich ganz gut, haben wir nur eine Person vor uns. Ja, als erste im Feld mit frischen Reifen können wir natürlich jetzt ordentlich pushen. Da steht uns leider Leclerc so ein bisschen im Weg. Der hat harte Reifen, der wird noch nicht direkt in die Box kommen. Aber jetzt kommen die ersten Leute, die auf Medium-Reifen gestartet sind, an die Box. Unter anderem auch unser Teamkollege. Jetzt sind wir hier aber auf Startziel mit Überschuss. Und was macht denn Leclerc da? Der dringt uns ganz schön mit nach links. Will der vielleicht in die Box? Nee. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal die schnellste Rennrunde erzielt. Die frischen Reifen sind natürlich jetzt die besten im Feld. Und da kommen wir erstmal vor Ocon wieder raus. Das ist gut. Und hinter Sainz. Oh nein, bitte, kein Problem. Ich würde jetzt so gern wissen, wie das Rennen hier weitergeht, weil vielleicht können wir in der Box Norris schnappen. Ach nein, das gibt's doch nicht. Wir waren jetzt so nah dran hier in unserem Teamkollegen. Und jetzt müssen wir hier aufgeben. Was für ein Drama hier. Schade, schade, schade. Schade hier, das Rennen von Aserbaidschan, dass das so ein Ende nimmt. Jetzt greifen wir endlich wieder ins Lenkrad nach 3 simulierten Rennen und dann passiert sowas zur Rennhälfte. Wir hatten echt eine gute Strategie, die Softreifen haben deutlich besser gehalten, als ich das vermutet hätte. Ich dachte, wir verlieren da Sekunde für Sekunde auf den letzten 3-4 Runden.
Und am Ende war es richtig gut und wir wären irgendwo eben bei den Ferraris gewesen am Beginn des zweiten Stints. Und dann hätten wir ja noch das halbe Rennen vor uns gehabt, wo die Konkurrenz mit harten Reifen gefahren ist. Ich bin mir sicher, dass wir ums Podium hätten fahren können. Ich glaube, Platz 3 wäre heute so unser Ergebnis gewesen. Ob wir Alonso und Verstappen hätten einholen können, wahrscheinlich nicht. Am Ende nutzt es aber wieder mal unser lieber Max Verstappen, der weiterhin jetzt sich so langsam als Favorit herauskristallisiert. Verstappen volle Punktausbeute im heutigen Rennen. Gasly am Ende sogar Dritter, überholt Mick Schumacher. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für uns. Sergio Perez nur Siebter, von daher ist es für die Konstrukteurswertung zum Glück nicht allzu dramatisch. Aber Red Bull wird, wenn ich das hier richtig sehe, wieder an uns vorbeiziehen. Ein Punkt gibt es heute für Charles Leclerc, weil Stroll eine Zwei-Stop-Strategie machen musste und deshalb aus der Top 10 rausgefallen ist. Somit der zweite Punkt in dieser Saison für ein anderes Team als die Top 6 Teams, die wir sonst immer in der Top 10 gewohnt sind. Ja, Max Verstappen jetzt wieder mit 30 Punkten Vorsprung auf Mick Schumacher und dadurch, dass wir ausgeschieden sind, überholt uns sogar Fernando Alonso. Jetzt sind wir nur noch auf Rang 4 mit 95 Punkten. Das ist schon sehr bitter, muss man sagen. Gasly ist nur einen Punkt hinter uns und das tut schon ein bisschen weh. Heute konnten wir nicht wirklich was dafür, muss man sagen. Manchmal läuft es einfach so im Rennen. Norris mit 54 Punkten, neuer Siebter, Stroll fällt zurück und Perez ist punktgleich mit Stroll und Russell auf Rang 8 bis 10. Und, ach nee, wir hatten doch einen großen Vorsprung. Red Bull schafft es also noch nicht an uns vorbeizukommen, trotz Sieg von Verstappen und unseres Ausscheidens. Aber trotzdem sind es nur 19 Punkte Unterschied. Weiterhin sehr eng beieinander sind Ferrari und Alpine. Und McLaren ist so ein bisschen zwischendrin, zwischen Ferrari und Red Bull. Ja, was ist da bei uns kaputt gegangen? Schauen wir direkt im Hauptmenü, es ist der Verbrennungsmotor. Der war noch nicht sonderlich ausgelastet, beziehungsweise abgenutzt. Das war wohl dann irgendwie ein technischer Fehler, den wir nicht wirklich zu verantworten haben. Von daher müssen wir jetzt hier auf die zweite Komponente wechseln. Ich schaue mal kurz auf den Kalender. Als nächstes steht der Grand Prix von Kanada an. Den werden wir wieder selber fahren. Und dann werde ich wahrscheinlich die Simulation von Silverstone da in den Anschluss packen. Und das wird dann auf jeden Fall das nächste Video sein. Wie gesagt, wir werden ja die ein oder andere Session hier simulieren. Genauso wie am Anfang dieses Videos. Ja, ich würde sagen, das war's von hier schon wieder. Wir können hier nicht wirklich noch was tun. Wir werfen noch einen Blick auf den Leistungsvergleich, ob sich da was tut. Und tatsächlich, es tut sich doch noch was. Die Hoffnung, die bleibt bestehen. Alfa Romeo ist jetzt so ein bisschen Einzelgänger hier. Scheint das beste Team im Mittelfeld zu sein. Hat sich im Rennen auch bestätigt, dass die meistens eben auf Platz 11, 12 oder je nachdem, wer eben vorne ausscheidet, Platz 13, 14 ins Ziel kommen. Auf jeden Fall best of the rest, eindeutig. Ja, und leider bleibt es dabei, dass wir in dieser Saison noch kein Rennen gewonnen haben. Wir haben schon bald die Rennhälfte, die Saisonhälfte erreicht. Mick Schumacher hat die meisten Siege, ist aber nur Zweiter, weil er auch zweimal ausgeschieden ist. Von daher bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall abwarten, wie es in Kanada läuft. Und dann hoffe ich, dass wir da vielleicht mal endlich einen Sieg holen können. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und mitfiebern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.